Am Tag nach dem dramatischen Vorfall bei der Fußball-Europameisterschaft ist der Gesundheitszustand des dänischen Spielers Christian Eriksen weiter stabil. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte Mannschaftsarzt Bosum. Nach seinen Angaben hatte Eriksen während des Spiels gegen Finnland einen Herzstillstand. Noch auf dem Spielfeld wurden lebensrettende Maßnahmen eingeleitet und der Spieler anschließend in ein Krankenhaus gebracht. In dieser Kopenhagener Klinik liegt Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen, um sich von seinem Zusammenbruch beim Spiel gegen Finnland zu erholen. Er war weg. Wir mussten ihn wiederbeleben. Sein Herz hatte aufgehört zu schlagen. War es knapp? Ich weiß es nicht. Die dramatischen Minuten im Stadion haben alle geschockt. Die Fans und die Spieler, die um ihren Teamkollegen und Freund bangten. Heute Vormittag konnten sie mit ihm per Videokonferenz sprechen. Es hat sehr gut getan, ihn lächeln zu sehen. Und wir sollten uns jetzt zusammenraufen und für Christian spielen. Gestern applaudierten die finnischen Spieler, als sich die Dänen entschlossen, das Spiel fortzusetzen, nachdem klar war, dass es Eriksen besser ging und sie sonst am nächsten Tag hätten spielen müssen. Finnland gewann mit 1:0 trotz großer Überlegenheit der dänischen Mannschaft. Es war falsch, diese Entscheidung gleich oder am nächsten Tag weiterzuspielen, Spielern zu überlassen, die unter Schock stehen. Ein schlimmer Abend für das dänische Team und seine Anhänger. Am Donnerstag spielt Dänemark gegen Belgien ohne Christian Eriksen.